Okay, wir gehen nach dem Skyrad. Erkenne den Deutschen. V1, Digga. Erkennt man? Safe. Let's go in. Boom, Leute. Mein Name ist Simon Sky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute haben wir was ganz, ganz Besonderes für euch am Start, nämlich Erkenne den Deutschen. Das haben sich sehr, sehr viele von euch gewünscht. Ich war erst so, sollen wir das wirklich drehen? Weil, ne, am Ende des Tages sind wir alle irgendwo deutsch. Also, wenn jetzt meine Eltern beispielsweise aus dem Ausland kommen, aber ich bin hier geboren, würde ich jetzt auch sagen, dass wir Deutsche sind, alle, die hier leben. Aber wir haben jetzt für uns gesagt, es geht um eine Person, dessen Eltern auch deutsch sind. Das heißt, ja, da haben wir so für uns ein bisschen differenziert. Ist eine sehr, sehr lustige Folge geworden und ja, haben natürlich, das darf man auch nicht vergessen, wir haben natürlich absolut mit Klischees und allem drum und dran gearbeitet, aber ja, das ist ja auch irgendwo Sinn der Sache und ist auch ein bisschen lustig, deswegen seid da nicht zu streng in den Kommentaren. Ansonsten, wie ihr seht, Outfit wieder mal komplett von Side Jeans aus der neuen Kollektion, die am 4.6. um 18 Uhr released wird, also absolut crazy. Es wird eine riesige Männerkollektion und eine riesige Frauenkollektion geben, es ist richtig, richtig krass geworden, deswegen checkt das unbedingt ab. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir schnacken auch gar nicht mehr groß rum, sondern bitten unsere Special Guest, einmal bitte rein. Oh mein Gott! Ibo, was geht ab, Ibo? Sexy sieht so aus. Oh mein Gott. Das ist mein Servus, Bruder. Boah, Abi. Servus. Was ist denn eine Jacke, haben wir sie gegeben? Heftige Jacke, ja? Erkenne den Deutschen. Weil ich glaube, Abdi muss sich etwas weiter hier hinsetzen wegen der Jacke. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Represent. Willst du dich vielleicht hier hinsetzen? Boah, ich bin aufgestiegen. Ich bin aufgestiegen. Boah, Digga. Hier, Bruder. Was hast du gemacht? Die Chris bleibt da hinten, ja? Ja, Chris muss leider dahin, weil also Outfit stimmt bei dir heute nicht sogar. Outfit stimmt nicht. Pass auf. Boah, Bruder, haut nein, Bruder. Okay, okay. Statement. Okay, okay. Trotzdem darf ich hier sitzen bleiben. Ihr seid die Besten. Wir sind Mitfahrzeugen, du. Natürlich, Bruder, ey, wir sind mit Support, weißt du? So, wenn Bruder, man holt, dann qualitativ hochwertig bei Side Jeans. Ah, wenn beste Werbung, Digga. Der war gut, oder? Stark, der war stark, stabil. Slogan. War sehr gut. Der war das war ehrlich ein Slogan. Das war ein ja? Slogan. Das war ein Slogan. Warum bist du so einer? Ey Jungs, wir drehen heute was ganz Besonderes, nämlich erkenne den Deutschen. Yo, Baba. Ja, stark. Deswegen, wir haben so alle Nationalitäten oder so alle Bereiche haben wir heute dabei, weißt du? Genau. Ja. Wir haben einmal Afrika. Mhm. Wir haben einmal so den Süden. Und wir haben Kolonisator. Ich bin der Joss. Egal, das ist krass. Ey, das müssen wir so hart rausschneiden. Nein, nein, lass uns drehen! Lass uns drehen! Einfach Chris Tess wieder heute am Start. Yes! Steh doch mal, Ibo, Mann. Hallo! Sind Sie aufgeregt? Ja, ein bisschen, ne? Ja? Ja, ich will gewinnen, auf jeden Fall. Ich auch, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ganz wichtig, denk dran, check die Jungs bitte auf. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung drin. Twitch. Der war hart. Twitch. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir auch gar nicht was rum, sondern bitten unsere Teilnehmer. Denkst du, das ist einfach? Pff, ja, ich glaube, obwohl muss gar nicht einfach sein. Das Ding ist, alle können halt mit deutschen Vorurteilen arbeiten, ne? Weil wir wohnen hier alle in Deutschland und wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann kannst du damit arbeiten. Also, das ist jetzt auch keine Kunst eigentlich, ne? Deswegen, so, könnte ein bisschen schwierig werden. Crazy! Erster Eindruck?
Boah. Dunkel, ja? Ja, ja. Sehr, sehr dunkel auf jeden Fall. Deutsche sind auch sehr oft groß. Ja. Ja. Mensch, er? Aber die Arme sind afrikanisch. Afrikanisch? Afrikanische lange Arme. Kevin Durant Arme. Dünne Arme, das kann auch afrikanisch sein, Bro. Ich bin so gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt. Okay, dann kann sich der Erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Max. Ja, grüßt euch. Ich bin Max, bin 26 und ich bin der Deutsche. Dieses grüßt euch war ein bisschen too much. Nein, das ist jetzt schon für mich sehr sass, Digga. Grüßt euch. Wollt direkt wegkippen. Ja, Max, erzähl mal, warum bist du so groß, ja? Ja, meine Eltern sind auch beide groß, ja? Mutter groß, Frau. Nein, der verstellt seine Stimme auch, ne? Der macht das schon gut, Digga, aber gut, das ist doch nicht seine echte Stimme. Mutter groß. Woher kommen deine Eltern? Sachsen-Anhalt, aus Halle. Aus Halle? Halle an der Saale? Ja. Dann red mal mit deinem Dialekt bitte. Den Ossi-Dialekt. Ich hab zwei Freunde aus Halle an der Saale, jetzt red mal so. Ja, was soll ich denn sagen? Ja. Keine Ahnung. Wir wissen, wie man hat das schon gehört, babe. Man hat das auch schon rausgehört. Ja, das ist, aber ich glaube, das ist gespielt. Deine Anreise war und so auf Ossi? Ja, ziemlich entspannt eigentlich. 2,5 Stunden sind wir Autobahn gefahren, bisschen Stau gehabt, aber sonst ging's. Aber am Anfang war der Akzent Bruder. War davor nicht da. Bruder, er hat gerade gesagt, was soll ich denn sagen? Auf einmal wieder normal. Deswegen, jetzt war der Akzent, aber bei Grüßt euch und so war der nicht dabei. Er versucht halt trotzdem sich normal aus dem Dialekt nicht mit dem zu reden. Warum switchst du? Switch nicht, hör auf damit. Bei dem einen Kollegen ist so, also kann ich nur aus der Erfahrung sagen, er kann das absolut sprechen, so wie in Halle, aber er spricht mit mir Hochdeutsch, aber wenn man ihn so forst, dann kommt es raus. Okay. Aber er ist irgendwie sass trotzdem, finde ich. Ja. Und du bist pur Deutsch? Rein Deutsch? Ja, ja. Was für Bier trinkt man bei euch in Sachsen-Anhalt? Boah. Urkrössnitzer. Was? Urkrössnitzer. Bitte Besserung. Nochmal? Mixery. Das ist so Cola-Bier. Mixery, dieses Tankstellenbier in bunten Farben. Trinkt man das da, Chris? Chris haut auch was Mixery auf. Mixery kannst du überall kaufen. Das ist so dieses, Mixery halt schon gemischt mit irgendwas, mit Cola, mit Limette oder so. Das ist ja kein richtiges Bier. Achso, aber das ist so das, wo du vorhin meintest, das trinken eigentlich Pussys. Oder? War das das? Nein. Aber du hast doch vorhin gesagt, wenn man Bier mit irgendwas mischt, dann ist das... Nein, das ist so bei richtigen Deutschen. Je weiter du von der Großstadt weggehst, aber er kommt jetzt Halle an der Saale, ist gar nicht so klein, aber je mehr du in so ein kleineres Dorf kommst, dann trinkst du eigentlich dein Bier so, was lokal irgendwie ist, hast du dein gutes Bier, aber wenn du dann Limo reinmischst oder Wasser oder so, machst du einen Radler draus, dann ist das nicht so gut angesehen. Ach, Radler ist der Mix. Radler ist der Mix, ja genau, so, mit Limo. Ach so, ich dachte Radler wär eine Marke. Oh, da gibt's Marke, immer... Digga. Nein, Radler... Radler ist eine Marke, Digga. Krass. Jetzt haben wir was dazugelernt. Ah, das ist keine Marke. Was weiß ich, ja, jeder Bierhersteller hat halt so seinen Radler, seinen eigenen, oder halt. Okay. Die mischen das einfach mit Limo, da ist eine Zitrone drauf. Verstehe. Ich dachte mal, Radler wäre eine Marke. Ja, nee, dachte ich auch. Aber dann diese ganzen Urdeutschen, weißt du, so halber Bart, so grau, dickbäuchig oder so ein Urdeutscher halt. Mhm. In einem Lokal sitzt, der verurteilt dich dafür, wenn du Radler trinkst. Okay. Der hasst dich dafür. Das kriegst du auch nicht mehr wieder. Das haben wir jetzt den vorweggenommen, eigentlich wäre es eine gute Frage. Ja, ich weiß, aber jetzt egal. Ja, jetzt egal. Haben wir eine neue. Max, machst du Sport, Max? Nee, nicht mehr. Was hast du gemacht? Fußball. Volleyball. Volleyball sehe ich, die Arme. Volleyball glaube ich ihm auch. Basketball glaube ich ihm auch. Boah, wie groß ist der, Digga? Nicht gesagt. Ich weiß, aber würde ich ihm glauben. Würde ich ihm auch glauben, ja. Wie groß bist du? 2 Meter. Er steht auf dem Ausweis. Echt? Komm. Boah, 2 Meter Fußball spielen, Digga. Als Feldspieler ist hart, Digga, ne? Schon hin. Der ist ungefähr so groß wie ich. Ja. Schon hin, Digga, ne? Okay, dann dank dir, Max. Machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Marvin. Ich bin Marvin Brau, ich komme aus Berlin, ich bin 19 Jahre alt, wohne in Schaumburg und wurde jetzt hergerufen, weil ein Deutscher gebraucht wurde. Genau. Oh Mann, Alter, das ist, ich weiß nicht, Digga. Genau. Und wie alt bist du, Bruder? Ich bin 19. Sag Walla. Walla. Das war nicht Deutsch. War das so Deutsch, Digga, dieses Walla? Das kam aus Herz, ne? Ich sag mir ehrlich, so. Nein, das erinnert mich an, das hast du auch mal in der Jury gesagt, und zwar, wenn man sich mit seinem Vor- und Nachnamen vorstellt, ist es meistens ein bisschen sass, ne? Du hast gesagt Martin Rau, oder was? Nein, Marvin Braun. Marvin Braun. So hart nicht Deutsch. Absolut nicht. So hart nicht Deutsch. Marvin Braun. Sag du mal. Ne, er stellt sich mit Nachnamen vor, Vor- und Nachnamen, Digga, chill doch mal, Bruder. Walla. Die Sache ist, es kam aus dem Affekt gerade bei ihm. Ja, aber zu meiner Verteidigung in Berlin ist so halt, ne? Man wächst mit 4 Kennex auf so. Oha, er sagt Kennex. Bro, raus. Das ist gefährlich. Ich weiß, das ist gefährlich. Ich will mich nicht in eine Kategorie schieben, aber ich bin halt nicht einer von den Deutschen, die jetzt das schwer haben in Berlin. Was ist deine Proposition? Frag den Geier, sagt er. Ja, das ist ein bisschen dreist, der Mann. Das würde auch kein Deutscher droppen, glaube ich. Nee, das ist wieder zu viel. Was hast du zuletzt, was war dein letztes Weihnachtsgeschenk, Marvin Braun? Mein letztes Weihnachtsgeschenk war den Pullover, den ich anhab. Nur das? Klar. Nee, du bist nicht deutsch.
Auf keinen Fall bist du deutsch. Aber, du bist noch ein kleines Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine kleine Schwester. Der ist Marie Braun. Marvin und Marie. Mann, Digga, glaubst du ihm das? Bei aller Liebe, ich glaube ihn gar nicht. Ne? Ehrlich nicht. Er ist für mich schon raus. Ist das so unüblich, dass man deutsche Namen hört? Oder? Nee, aber es ist ein bisschen unüblich, dass man seinen Nachnamen erwähnt, weißt du? Ja, klar. Ich wollte auch den Deutschen hören, muss ich erweisen, dass ich der Deutsche bin. Okay, wo kommt deine Mom her? Meine Mutter ist auch in Berlin geboren. Okay, und dein Dad? Auch in Berlin geboren. Und ursprünglich? Ursprünglich aus Deutschland. Deutschland? Aus Deutschland? Deutscher, nee, das war ein bisschen, Marvin! War ein bisschen unsauber. Das hatten wir doch schon. Das hatten wir. Deutschland. Deutschland. Das ist immer dieses Verschlucken. Der ist Türke. Die wollen das. Ja? Ja, ja. Sowas. Okay. Kreuzberg. Dann dank dir erstmal Marvin Braun und dann machen wir erstmal mit dem nächsten weiter, bitte. Alex. Hi, ich bin der Alex. Ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Paderborn. Der Bruder fängt jetzt schon an zu lachen, Digga. Chill doch mal, Bro. Red doch mal erst mal ein bisschen. Paderborn. ja. Ich bin Deutscher. Deutscher bist du, Alex. Bruder, der hat mich. Der ist schwarz, Bruder. Der hat mich. Nein, der ist nicht schwarz, Bruder. Der ist Asiate, Bruder, ja? Asiate, warum? Guck mal an seinen Schuhe. Siehst du das? Was der ist doch ein Tänzer, Bruder. Asiaten tanzen? Natürlich, bist du verrückt? Weißt du, wie die abgehen? Was? Natürlich! Ist mir auch gerade Woher kommt das jetzt? Warum sagt man natürlich? Doch, Asiaten können voll gut tanzen, ehrlich. Die tanzen auch richtig gerne. Alle können tanzen. Alter, nicht in jeder Kultur tanzt man richtig krass so und auch richtig gerne, aber Asiaten sind schon. Die können gut tanzen, ehrlich. Natürlich, woher kommt das Asiaten jetzt? Können auch tanzen. Ja, ja, ja natürlich, aber. Typisch! Aber es ist jetzt nicht typisch, würde ich sagen. Doch, ich sehe keinen Asiaten und sage, er kann tanzen. Doch, Bruder, wenn du so in so eine Tanzgruppe gehst, gell? Du siehst viel mehr Asiaten dort, Bruder. Stimmt das? Die lieben das, Das ja? weiß ich nicht. Ich bin kein Asiate. Ich tanze auch nicht. Guck mal, rede einfach nur ein bisschen. Ich sag sogar, aus welchem Land du kommst. Ja. Du bist Vietnamese. Ja. Boah, guck mal, Bruder, ja? Ich glaube, der ist schwarz. Schwarz? Ja, also ist auf jeden Fall kein Deutscher, würde ich sagen. Ne? Glaube ich auch nicht bei Er ist doch nicht Deutsch, Bruder. Also ich dachte am Anfang, er wäre weiß. Aber als der Vietnamese gesagt hat, Bruder, er konnte sich nicht halten. Kurz gestoppt, ne? Oder wenn du da wärst und jemand sagt zu dir, du bist Vietnamese, bist du nicht da? doch. Boah, die ersten drei sind Cap, ehrlich. Was sind deine Hobbys? Ich spiele Fußball, also im Verein spiele ich Fußball und sonst spiele ich viel Tischtennis oder auch Volleyball in der Freizeit. Asiaten spielen doch viel Tischtennis, oder? Asiaten lieben Tischtennis. Ja, ja, gell? Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, ja, viele Asiaten spielen viele Tischtennis. Viele Asiaten sind auch gut dort. Ja. Wie stylst du deine Haare? Oh, zurzeit lasse ich lang wachsen, weil ich mache mir ein Mullet. Ich rasiere nur hier ein bisschen die Seiten. Hinten lasse ich gerade lang wachsen und oben halt auch. Interessanter Haarschnitt. Also ich glaube, würde ein Asiate sowas machen? Ja. Ja? Ja. Okay. Weiß ich jetzt nicht. Was benutzt du zum Stylen für deine Haare? Ich komme aus der Dusche. Also wenn ich jetzt frisch beim Friseur war, seit dem Kontostand, dann... Produkte. Keine Produkte. Ich mache einfach Head and Shoulders unter der Dusche, dann komme ich raus. Ich habe von Natur aus so ein bisschen lockigere Haare und dann... Du benutzt nichts für deine Haare? Nein, nix. Digga, der ist raus. Der ist schwarz und wusste jetzt nicht, welche Produkte er erwähnen soll, weil er nur Kantu kennt. Ich sag, der ist Asiate, nein, okay? Asiate? Ich glaube, der ist schwarz. Ich glaube, der ist schwarz. Mhm. Krass. Oh, ja, kann echt sein, dass er Asiate oder schwarz ist, aber er ist auf jeden Fall nicht deutsch, das ist klar. 100%. Oh, Leute, ich weiß nicht. Was sagst du, Chris? Eigentlich hat er mich beschrieben, Head and Shoulders, ich schwöre dir bei Gott, nehme ich. Wenn ich dich jetzt frage, was benutzt du für deine Haare? Also, du würdest doch... Einfach nur Shampoo machen. Wenn du die stylst? Shampoo, nichts, kein Haarspray, kein gar nichts. Bruder. Könntest du jetzt ein Produkt nennen? Got to be oder so? Keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist das Ding, Bruder. Ich weiß es wirklich Bruder, nicht. Ja. Das ist das Ding, Bruder. Ich glaube, das kann man benutzen für Haarstyling. Ich glaube schon. Gar nichts. Got to be. Hast du meine Haare früher mal gesehen? Nee. Okay, warte kurz. Aber das kann ich nicht zeigen. Ich zeig's dir nur privat schnell. Aber Bruder, das ist das Ding. Das ist wichtig, dass wir ihn haben. Er ist unsere Schablone. Ja, das ist... Bro. Also nehmen wir eine deutsche Anupadina. Heute wird der Urdeutsche gesucht. Ja. Wow. Also der Amalina. Der, wo die Eltern auch deutsch. Wow. Ach du Scheiße, ja? Digga, Scheiße. Mann. Kannst du es in die Kamera? Ja, jetzt zu spät. Okay, kannst du fokussieren? Ja. Bruder, das ist absolut Katastrophe. Wie alt war? Lol. Was hast du jetzt? Nein, Spaß. 12 oder so. Was haben deine Eltern im Fernseher geguckt? Ich habe früher immer, ich habe mit meinem Vater immer alles, was zählt, geguckt. Und mit deinem Vater? Dann kam, wie heißt das, deutsche, diese andere deutsche, diese... Diese andere deutsche. Diese ich find's andere. Der ist niemals, die ersten drei sind für mich schon raus, 100%. Guck mal, das ist ja so auf andere Deutsch. Deutsche. Deutsches Fernsehen, diese andere deutsche Serie. Ja, Bro, das ist ein bisschen... Diese andere deutsche Serie, weißt du? Leute, wir sind stark. Raus. Wir sind stark. Du bist Asiate. Du bist Asiate. Seid ihr alle mit dem Boot jetzt? Ich bin bei Asiatisch. Okay, perfekt, korrekt. Mag ich. Du auch? Noch oder nimm mal. Erst bei Schwarz, glaube ich noch. Halb Asiat, halb Schwarz, sag ich. Okay.
Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem hinten rechts einmal weiter. Los. Luis! Moin, ich bin Luis, bin 19 Jahre alt und komme aus Bremen. Krank. Du bist Türke. Er ist Türke. Er ist auf jeden Fall, er ist Türke. Kein Akzent. Irgendwie. Türke, Araber oder Marokko. Wie läuft die Schule, Bro? Ich arbeite. Was arbeitest du? Als Verkäufer bei Lidl. Schaffst du diese Mic auch mit einer Hand zu tragen oder musst du zwei nehmen? Ich bin eher schüchtern, würde ich sagen. Alles gut, Bro. Mach gechillt. Ja. Mach gechillt. Darum versuche ich ja mit dir erstmal ein cooles Gespräch zu führen. Verkäufer bei Lidl, okay, nice, ja? Du bist aus Bremen, ne? Genau. Stadtmusikanten sind bekannt, ne? Ja. Was noch? Was ist noch krass bei uns in Bremen? Was ist krass? Ich weiß gar nicht. Die Weser. Das ist krass. So, ja. Worauf sind Bremer stolz? Deutsche Bremer, Deutsche. Werder Bremen, ne? Nein, boah, der Weihnachtsmarkt. Er weiß, er kennt den Weihnachtsmarkt. Deutsche Bremer. Ah, so Weihnachtsmarkt. Also ich hätte jetzt Weser gesagt. Ja, Weser, okay, kennt man auch. Wir sind stolz auf den Weihnachtsmarkt. Er ist Kurde. Er ist auf jeden Fall stolz. Was bedeutet 4-7? Wie bitte? 4-7? Sagt ihr das was? Ja. Was? Ich glaube, irgendwo in der Türkei, ne? Er hat sich rausgeschossen. Er ist Kurde. Er ist auf jeden Fall nicht. Welcher Deutsche weiß, was 4-7 ist? Ja, okay, ich wollte jetzt auch. Okay, Bro. Hat er gesagt, was? Aus meiner Schule gibt es halt Türken, Araber und. Das dürftest du nicht beantworten. Das dürftest du nicht beantworten. Ja, ich soll ja Wahrheit sagen, ne? Was ist es denn? Ich hab's noch nie gehört. Das wäre die Antwort. Guck, genau das ist die Antwort. Ich hab's so nie gehört. Du müsstest es sagen. Ich hab's wirklich nicht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, 4-7 oder 6-2. Keine Ahnung, Mann. Guck, das ist eine deutsche Antwort. Das ist eine deutsche Antwort, aber nicht irgendwas in der Türkei. Oh, Bruder, das Exposen. Es kommt drauf an, wo er aufgewachsen ist, ne? Also ich bin halt, bei mir gibt es halt sehr viele Ausländer und von daher weiß ich das halt so. Wer hast du nochmal mit Nachnamen? Weber. Absolut nicht. Weber. Ich kenne ein paar Weber. Weber ist ja so ein Standardname. Ich kenne viele Weber, aber das ist kein Weber. Er dachte, ein Weber heißt er. Das ist absolut kein Weber. Das war kein... Hart. Wie heißt deine sagt Mutter? Sagt er. Wer ist deine Mutter? Maria. Und dein Vater? Wolfgang. Und deine Oma? Petra, keine Ahnung, ich kenne die nicht. Bruder, der hat die Nate aus der Bahn geschmissen mit der Frage jetzt, ja. Der ist raus, doch weiß ich nicht. Petra, keine Ahnung, weiß ich kenne die nicht. Petra, du kennst deine Oma keine nicht. Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Also jetzt entweder sagen soll, keine Ahnung, oder du sagst wie einfach. Heißt deine Oma? Nein, weil, Digga, keine Ahnung kannst du nicht sagen, Digga, wenn jemand fragt, wie deine Oma ist. Petra? Keine Ahnung, ja, ich kenn die nicht. Petra oder so, Bruder. Das ist eine Petra. Lass sie heißen, wie sie will. Ich kenn die nicht. Lass sie Petra. Such irgendeinen deutschen Namen schnell, drop den einfach raus. Ja, Petra, keine Ahnung. Also, meine Oma ist schon seit langem tot. Seitdem ich geboren wurde, ist sie schon nicht mehr da. Aber warum hast du dann Petra gesagt? Ich weiß nicht, ich kenn die Namen nicht. Hä? Aber dann droppst du einfach irgendeinen Namen? Ich hab ja auch irgendeinen Namen gesagt. Das macht gar keinen Sinn, Bruder. Der ist das auch gar. Okay, aber man hat auch nicht nur eine Oma, ne? Also man hat ja zwei eigentlich. Ah, nee. Das macht gar keinen Sinn. Schmeiß ihn jetzt raus, Bruder. Was habt ihr an Weihnachten gegessen? Bratwurst, Kartoffelsalat. Bratwurst? Bratwurst! Hab ich auch noch nie gehört. So Wiener Würstchen oder so? Kartoffelsalat, das hätte ich mir gelten lassen. Bratwurst. Aber Bratwurst? Bratwurst. Nee, Bratwurst ist... Bro. Nee, Bro. Du hast auf jeden Fall nicht eine Hausaufgabe gemacht. Er ist 100% Kurde. Ja. 100%. Dann danke dir erstmal, Luis. Und dann machen wir erstmal mit dem nächsten in der Mitte, bitte, Ed. Ist es jetzt, ja? Jonas kann sein. Waren die da alle schlecht irgendwie, ne? Jonas kann sein. Hallo, ich bin Jonas. Ja. Ich bin 21 Jahre alt und ich komme tatsächlich hier aus Wunstorf. Boah, ich glaube, er ist es. Digga, er redet clean, der Bro. Boah, dieses tatsächlich schon wieder. Das ist wieder so ein Ding, warum? Wo ich tatsächlich? Er ist es tatsächlich nicht. Ja, aber warum sagt man das? Weil jeder Lügner immer tatsächlich sagt. Warum hast du tatsächlich gesagt? Warum willst du uns verwirren? Wir sind ja hier in der Nähe von Wunstorf, deswegen habe ich tatsächlich gesagt. Boah, der ist es, ein Digga, der ist. Er ist Asiat. Der ist hart. Der ist es. Auch von der Körperding. Auch von der Größe. Ja. Tatsächlich ist Deutsch so. Ja. Ja. Und bist du aus Vietnam oder wie? Also meine beiden Eltern kommen aus Deutschland. Aber deine Tante ist aus Vietnam. Nee, das ist gar nichts aus Vietnam. Wie alt bist du nochmal? Ich bin 21. Was machst du? Ich studiere dual Wirtschaftsingenieurwesen. Oh, in welchem Semester? Absolut asiatisch. Oder? Sehr, sehr asiatisch. Absolut, deine Lippen waren das. Wirtschaftsingenieurbox. Und in welchem Semester? Ich bin gerade im dritten Semester. Fertig mit 21 als Asiat. Nein, ich bin im dritten Semester. bist du gläubig? Nee, ich bin tatsächlich Atheist. Feiert ihr Weihnachten? Ja. Aber ich dachte, du bist Atheist. Seid doch Atheist. Ja, aber das kulturbedingt, weil eigentlich die Leute feiern einfach Weihnachten. Digga, die Leute feiern einfach Weihnachten ohne Bedeutung für die. Ja, hat gar nichts mehr mit Religion zu tun, ehrlich.
Ist? Ja, aber also meine Eltern sind Atheisten, aber meine Tante zum Beispiel und meine Großeltern, die sind nicht Atheisten. Und weil Weihnachten ja auch das Fest der Familie ist, kommen wir trotzdem zusammen und das ist nicht das Fest der Familie. Eigentlich nicht. Feiern quasi mit den zusammen Weihnachten. Wie heißen deine Großeltern? Also meine Oma heißt Birgit und mein Opa ist André. Und deine Tante? Meine Tante ist Tante Marlies. Und deine Eltern? Meine Eltern. Meine Mama ist Katharina. Und mein Dad ist Thomas. Das bricht ihm nachher noch das Genick, wenn wir ihn nochmal fragen. Ja. Merkt ihr? Und dein Cousin? Mein Cousin, Florian. Er beantwortet einfach alles, das hat er bestimmt gar nicht, aber er sagt irgendwelche Namen jetzt. Wie viele Cousins hast du? Einen. Und wie viele Cousinen? Wie viele? Nur einen Cousin? Ja. Boah, das ist echt, Dicker, das glaube ich ihm. Das ist krass. Julia, eine Cousine. Okay. Und wie ist dein Deutschlehrer? Mein Deutschlehrer? Ja. Herr Brandt war das. Und dein Sportlehrer? Herr Schütze. Boah, einen Lehrernamen, Digga, bei mir erinnern. Das ist, glaube ich, auch schwer, Digga, sag ich euch ehrlich, Alter. Bei mir schwer, ich kenne nur meine Klassenlehrer. Boah. Sonst kenne ich echt fast keinen. Lehrernamen, schwierig. Mit Vornamen? Nico war das, glaube ich. Ist wie so ein Namensgenerator, du drückst drauf, ich spuck Namen und aus. Und jetzt nochmal deine Mutter und dein Vater. Meine Mutter ist Katharina und mein Dad ist Thomas. Wer war Cousine? Cousine ist Julia. Das ist gut. Der ist gut. Hat er vorhin gesagt, dass sein Vater Thomas heißt? Ich weiß nicht, aber... Ich glaube, er hat André gesagt, oder? Ja, vielleicht habe ich falsch gehört. Der ist gut, der ist schnell. Der ist schon sehr gut. Wie heißt du nochmal mit Nachnamen? Ich bin Jonas Burkhardt. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit dem. Also für mich ist er von allen bis jetzt am authentischsten, sage ich dir ehrlich, ja? Zum Bitte. Thomas. Nein, das ist doch Cap, Mann. Extra die Brille über der Maske und so. Mann, einer auf den. Das, wozu? Das ist doch Cap, Digga. Glaubst du das? Du musst doch verarschen. Hallo, ich bin der Maxim. Ich bin 19 Jahre alt und komme aus Hildesheim. Digga. Warum lachst du? Nein, ja. Was passiert, Lachim? Teil uns mit, was du fühlst. Digga. Warum lachst du denn? Was macht er denn? Ich verstehe nicht, was ist denn hier los? Oder wie kann der so übertreiben? Brille, meinst du? Stimmt, warum? Warum? Hä? Ich trage die Brille nur so, weil die drunter immer beschlagen war. Und deswegen. Ja, alles gut. Trotzdem fragen, ja, weil. Keine Ahnung. Der sieht doch sowieso nichts dadurch, oder nicht? Ein bisschen sieht man? Ist sie überhaupt so auch? Komisch. Weiß ich nicht. Ja, okay, minimal, Digga, aber ich weiß nicht, ob das mit. Hat sich effektiv dazu entschieden, jetzt so diese Brille anzuziehen. Aber egal, wir sollten uns, glaube ich, nicht so arg da. Wie heißt aufhängen. Du? Wie heißt du nochmal? Ich heiße Maxim. Was machen deine Eltern, Maxim? Meine Mutter ist Bürokauffrau beim Reisebüro und mein Vater ist, als ich 5 war. Ja, Deutsch, Russe bestimmt, oder? Abgehauen. Boah, ey, nein, ich glaube ihm, ja? Warum? Ich weiß nicht, der erzählt das so. Er gibt mir auch einen Vibe, er gibt mir einen deutschen Vibe. Ja, ich finde ihn auch authentisch irgendwie. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys, ich spiele sehr gerne Tischtennis im Verein bei MTV Hildesheim. Okay, es gibt bei den Tischtennisschlägern verschiedene Modelle. Okay. Sag mir mal 2 oder 3 Modelle von Tischtennisschlägern. Es gibt eine, der auf der einen Seite Punkte hat, das ist besser zum Wie heißen die Modelle? Ja. Keine Ahnung. Es gibt auch eine Wertung. Da spielt er doch keinen Tischtennisverein. Wenn man im Verein drin ist und. Dann weißt du das doch. Jemand, der nicht im Verein ist, weiß das. Die Grundlage, das ist so eine Grundlage, glaube ich, dass es verschiedene gibt. So ist doch nicht so krank. Bei Tischtennisschlägern, wie werden die gewertet? Mit welchem Maß? Sowas habe ich noch nie gehört. Weißt du nicht, dann spielst du nicht Tischtennis mit Sternen. Dann spielst du nicht Tischtennis, Bro. Dann spielst du kein Tischtennis. In welcher Liga spielst du denn? Ich spiele einfach ganz normal als Hobby. Sag einfach, du hast noch nie da gespielt. Du hast noch nie Tischtennis gespielt. Du hast noch nie gespielt. Doch. Aber er hat wirklich bei der Schlägersache, da hat er keine Ahnung. Und das muss man. Aber das wusste ich nicht, also das wusste ich jetzt auch nicht. Aber ich habe auch nichts mit Tischtennis zu tun, ne? Wissen. Eigentlich. Als Tischtennis, wenn man. Wie lange hast du das schon gemacht? Ich bin jetzt vor kurzem drin, seit 2 Jahren. Ja, musst du es eigentlich weißt du da mehr. Das weißt du. Du kriegst ja zwangsläufig das irgendwie mit. Ja. So, natürlich. Aber man muss so wie es bei Fußball verschiedene Stollen gibt und so, dies, das, Digga, das weiß man ja auch, ne? Doch auch den Schläger und so besorgen. Genau. Man macht es doch dann schlau, ey, was kaufe ich mir überhaupt? Safe, oder? Und da ist, Bruder, da sind Sterne drauf. 5 Sterne warst du krass. Ja, genau. Also Maxim, schwierig. Wirklich. Also die Schläger, die wir dort spielen, die kriegen wir alle von unserem Trainer. Maxim, bist du behaart? Also im Gesicht recht wenig, weil ich habe. Also mein Onkel hat auch zum Beispiel gar keinen Bart. Dein Onkel? Onkel, genau. Wie heißt dein Onkel? Mein Onkel heißt Tim. Dein Onkel heißt Tim? Boah, Maxim, Digga, Alter. Machst mir eher den Eindruck auf richtig behaarte Oberschenkel, ja? Dschungel, glaube ich, ja. Ich glaube nicht, dass du da... Dein Onkel heißt Tim. Genau. Und deine Tante, wie heißt die? Ich habe keine Tante. Meine Mutter hat nur einen Bruder. Was machst du beruflich, Maxim? Ich mache eine Ausbildung als Metallbauer. Ich bin jetzt im 2. Lehrjahr. Okay. Hast du so Ziele im Leben? Auf jeden Fall nach der Ausbildung eventuell. Also da bei uns in Hildesheim gibt es eine große Firma, die nennt sich Salzgitter AG oder VW. Da möchte ich gerne mal rein. Boah, VW ist so ein richtiges... Also ihr kennt es wahrscheinlich nicht in Frankfurt, aber hier in Hannover ist so... Jeder Ausländer sagt, Bruder,
nach Abitur, ich arbeite bei VW. Richtig? So. Okay. Deswegen, das ist auch krass, so. Also ich kenne keinen Deutschen, der gesagt hat, ich möchte unbedingt zu VW. Aber ja, hat jetzt erstmal nichts zu sagen. Ja, genau. Also ich glaube es nicht. Ich glaube es ihm auch nicht. Ja, nee, ich glaube weder Tischtennis noch, dass die... Außer der VW ist big in Niedersachsen, ne? Ich glaube das biggeste sogar in Niedersachsen. Ist das deine Verwandten so? Aber ich fand ihn stärker als manche andere. Ja, safe. Es gab andere, die ein bisschen schwächer waren als er. Also als erstes voten wir Mitte raus, würde ich sagen, oder? Safe. Können wir Mitte nochmal das Mikro geben? Mitte hinten meinst du? Nee, hier, Marvin Braun. Ich dachte, du meinst, ja, achso, ja. Marvin Braun. Marvin Braun war einer zu viel. Marvin Braun war auch sauer. Rastelszenario, ja. Malik Baschstück, nicht Marvin Braun. Genau, er wollte ja, stellt doch ein paar Fragen, dann bist du auch mehr über mich. Marvin, hast du Durst? Möchtest du was trinken? Ja, wenn ich hier durchtrinken darf. Ja, klar. Habt ihr was da? Nee, kannst du danach machen, wenn wir dich... Ich denke mal, wir bauten jetzt raus, oder? Ja, Marvin. Ja. Marvin, danke. Ja, absolut. Der war frech. Nein, was ihn hochgenommen. Ja, der Arme. Gut, danke, dass du da warst, Marvin. Marvin Braun, hast du geil gemacht, aber musst du einfach raus. Hast du Durst, sagen wir, dann sag ich ja. Ja, frech. Boah, das war hart. Man, der hätte sich auch rausgewählt. Ja. Keine Zukunft. Also als nächstes rausvoten würde ich unseren 4-7er hier. Ja, 100%. Können wir 4-7 mal das Mikro geben? Hast du noch irgendwas? Plädoyer? Hast du irgendwo noch was zu sagen? Was wollt ihr denn wissen? Boah, das hat gereicht, Bruder. Du bist raus. Welche Sprachen sprichst du? Nur Deutsch. Ein bisschen Englisch. Englisch. Kannst du mal so einen kleinen Dialog mit Abdi führen auf Englisch? Wie heißt du nochmal? My name is Luis. Luis. How are you doing, Luis? I'm good, and you? I'm good. What are your hobbies and dreams? I sing and... You what? Singing. Singing. Yeah, sing me a song. You sing in your... Das ging nicht nach einem Deutschen, der Englisch. Ja. In your free time, you sing. Yeah. Kannst du was vorsingen? Nicht jetzt. Hey, Bro, try something for me. Sing. I'm really shy. Oh no, why shy? You're a German guy, you don't shy, man. Was wollt ihr denn hören? Auf welche Sprache? Deutsch, Englisch. Du singst auf Englisch auch noch? Ja. Auch auf Kurdisch ein bisschen? Nein. Was? Kann ich ja nicht. Okay, dann sing uns mal was vor. Hey, sei nicht so hart zu dir selbst. Oui, den Song, Digga, den hat gestern von einer Freundin, die Schwester hat den vorgesungen. Es ist okay, wenn du fällst. Der Song geht ja ganz ab. Auch wenn alles zerbricht. Noch nie gehört. Jedes Geiter für dich. Bruder, alles gut, Bro. Das mit deiner Sinnkarriere solltest du am besten erstmal ein bisschen bedeckt halten. Nice, Dick, hey. Stark, dass du Eier bewiesen hast, das war Respekt. Dafür, dass, ey, er hat sich getraut, ne? Wirklich, immerhin, das ist krass, immerhin. Das ist heftig, Digga. Oder er singt auf jeden Fall nicht auf Türkisch, nicht auf Englisch oder Deutsch. Er singt Türkisch oder sowas. Bist du gläubig? Ich bin Christ. Gehst du in die Kirche? Nee, eigentlich nicht. Gar nicht? Selten. Bist du früher mit deinen Eltern in die Kirche gegangen? So vor Weihnachten, dies, das? Meine Eltern generell doch schon, aber selbst sie gehen nicht mehr so oft. Beschreib mir einen Tag in der Kirche. Genau. An was du dich erinnerst von früher? Das letzte war vor 6 Jahren ungefähr. Wir sind reingegangen und da haben halt diese Glocken geläutet. Und da war halt dieser Pastor, wie der heißt. Der Pastor? Oder wie der heißt. Auch krass. Ich weiß, wie man das nennt, sorry. Pfarrer. Und danach hat er Gebete ne? Was? Gebete, also wir schmeißen nochmal. Er hat was gelesen halt im Buch, wir haben halt zugehört und dann auch mitgebetet. Er hat keine Ahnung. Kannst du ein Gebet sprechen? Ich kann gar nichts. Als Christ. Bruder, Vater unser im Himmel, wie geht's weiter? Einsatz. Ich kenne das, aber ich kann das nicht auch sagen. Vater unser im Himmel, irgendeine Line aus dem ganzen Ding. Ich kann das gar nicht. Krass, okay. Ja, erwähne nicht, der ist auch kein Christ, Mann. Ja. Und hast du Aktivitäten mit deinen Eltern gemacht? Habt ihr so Ausflüge gemacht? Ja, so in die Berge gewandert oder mal. In welchen Bergen? Ja. Wo? Raus. Bruder Schmeißen. Das war so klar. Ich schwöre, gute Frage, Digga. Ich wusste aber auch, dass er die nicht beantworten kann. Na, Bruder. Nein. Das ist viel zu schwer. Der ist Maga. Ich weiß nicht, wie die heißen. Petra. Irgend so eine Petra, Bruder. Das habe ich noch nie gesehen, Bruder. Der hat einfach seine Oma disrespected. Ah, das war der, wo das war dann der. Die Schuld in die Schuhe steckt. Und dann wurde. Oh, ja, die ist tot. Nee, ohne uns, Bruder. Ich bin sehr, sehr nervös und ich weiß noch gar keinen Sinn, aber. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? 100%. Ja. Erste Sekunde. Chris? Absolut. Also, ich glaube nicht. Okay. Dann müsstest du einmal bitte raus. Safe. Top Pastor oder wie der heißt? Danny.
Können wir ihm mal das Mikro geben, kurz in der Mitte? Der ist schwer. Ey, Chris, da musst du rasieren, bitte. Weil den finde ich schwer persönlich. Weißt du, was K-Pop ist? Ja, kennt man halt. Ich glaube, das ist Musik oder Tanz auf jeden Fall irgendwo aus Asien. Kannst du tanzen? Ich kann nicht tanzen. Weil du bist voll Hip-Hop-lastig angezogen so. Ja, so ziehe ich mich halt an, aber ich kann halt nicht tanzen. Was machst du beruflich? Ich bin Anlagenmechaniker. Anlagemechaniker? Ja, bei meinem Vater in der Firma. Wie warst du in der Schule? Dachtest du dir, mein Vater hat eh eine Firma, ich gehe da eh rein und übernimm das irgendwann mal? Oder hast du Gas gegeben? Also ich sag, ich war nicht der Beste, war auch nicht der Schlechteste. Ich habe normal gemacht. Ich hatte eigentlich nicht vor, bei meinem Vater zu arbeiten, weil ich das erstmal nicht so interessant fand. Habe erstmal Fachabi dann angefangen, war dann nicht so erfolgreich und dann habe ich einfach bei meinem Vater angefangen. Also hat's nie Druck so? Nie so einen Druck in der Schule? Nicht wirklich. Das geht schon in eine gute deutsche Richtung. Kein Leistungsdruck, kein nichts. Das ist gut. Papa hat eine Firma, ich gehe da rein. So, Digga, ich sag dir ehrlich, am Anfang, der war null authentisch, aber jetzt der ist schon authentisch. Er wird authentisch. Leute, ich fühle den. Ey, nein, was machst du mit uns, Bruder? Wir dürfen nicht verkacken, Bruder. Ja, ja? Chris, bitte. Chris ist unser Joker. Er war's, Bruder. Riech mal an dich. Okay, du triffst dich mit einem Kumpel. Ihr sagt 17 Uhr, macht ihr aus. Wann bist du da? Wann gehst du? Ja, 17 Uhr, würde ich sagen, oder? Nee, 16.55. Vielleicht ein bisschen später, je nachdem. Wenn ich vorher nichts zu tun habe, lege ich im Bett und dann denke ich mir auch manchmal, okay, mein Kollege ist vielleicht... Deutsche sind bekannt für ihre Pünktlichkeit, ne? Jetzt auch nicht so pünktlich, dann muss ich auch nicht unbedingt. Das ist eigentlich nicht deutsch. Mir ist das immer richtig unangenehm, wenn ich zu spät komme. Ich denke immer so, keine Ahnung. Ich brauche vielleicht zum Treffpunkt Viertelstunde und wir treffen uns 17 Uhr. 16.30 denke ich schon, scheiße, Mann. Ja, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht mit allen deutschen Freunden, die ich habe. Ich habe deutsche Freunde, Bruder. Ja? Ja. Frankfurter Deutsche, die sind ganz anders. Frankfurt ist ein eigener Planet, aber jetzt so... Ja, das Ding, Digga. Also Frankfurt, Digga, die sind da, jeder ist auch, glaube ich, die gleiche Nationalität in Frankfurt, Digga. Irgendwas anderes. Boah, so, die sind anders. Außerhalb von Frankfurt ist eigentlich so, dass die immer sehr, sehr pünktlich sind. Ich würde sagen, den behalten wir erstmal so als Favorit. Ich mag den. Fand ich bis jetzt ganz gut. Lass uns mal Max nochmal sprechen. Digga, den fand ich auch gut, Bruder, ja? Der war gut, aber dieses Grüß dich war too much. Der ist generell too much für mich. Der spielt eine Rolle. Ja, was wollt ihr wissen? Ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr kulturelle Fragen stellen, weißt du? Ja. Was isst dir zu Weihnachten? Geld. Geld? Was? Was ist? Ach, Essen. Letztes Jahr haben wir Kaninchen gegessen. Kaninchen? Isst man das? Was? Noch nie gehört, Digga. Kaninchen? Bruder, für mich ist das rau sowieso. Kaninchen hab ich noch nie Bruder, gehört. Der ist Ossi, Bruder, ja. Das ganz andere Welt, ne? Ja, das ist eine andere Sache, ne? Das ist anders, Bruder. Die haben Kaninchen andere Dinge, ist doch keine Kaninchen. Doch. Warte, meinst du generell nicht oder zu Weihnachten nicht? Allgemein ist also nicht. Allgemein habe ich auch noch nie gehört, dass jemand Kaninchen gegessen hat. Das ist krass. Also, da essen wir auch ehrlich. Ich habe noch nie gehört, dass jemand. Sagst du an, halt. Die sind sowieso anders. Ja, da ist echt anderes. Anderer Wind weht das. Kaninchen ist schon so ein deutsches Ding. Also Wildschwein, Reh, Kaninchen. Das habe ich noch nie gehört. Was? Die Armen, Digga, für süß. Ja, ich esse auch nicht. Tut mir auch leid, aber das kenne ich tatsächlich. Der so Reh, ist gut, dass er da ist. Ey, Max, Wildgulasch. Wenn du wählen gehst, was willst du? Ja, ich bin jetzt nicht ganz in der Politik drin und höre da eher so auf die Mutti, weil meine Mutti selbstständig ist. Oh, Mutti. Das heißt aber auch Deutsch am Bruder. Das hört sich auch gut. Weißt du? Was hat die denn gewählt? Echt schön. Lass doch mal hinten links hören. Ja. Und links wolltet ihr unbedingt raushaben, ne? Scheiße, wird echt schwer. Chris, also ich sag mal so, der Druck steigt, ne? Ja, aber wie war dein Name nochmal? Ich bin Jonas. Das war der die Namen richtig rausgehauen hat. Jonas würde ich nicht rauswählen. Den würde ich nicht rauswählen. Ich glaube, für mich ist er sogar bis jetzt mein Favorit, um ehrlich zu sein. Ja, also ich würde ihn drinnen lassen, ehrlich. Jonas, guter. Ist seine Oma. Meine Oma war Birgit. Der Opa? Mein Opa ist André. Und dein Dad? Mein Dad ist Thomas. Deine Cousine war? Julia. Bruder, er ist gut. Er ist gut. Aber er ist Asiate? Er hat sich das alles so vorgesagt? Er kann sich das merken? Boah, der ist ready, Bruder. Er ist Asiate. Fotografisches Gedächtnis. Ja, genau. Ready, Bruder. Das Preußen. Preußische Meer. Genau. Das Preußische Reich. Von wem wurde es damals angeführt? Weißt du, was Preußen überhaupt ist? Ja, Preußen, das war damals quasi das Deutschland. Also es war nicht Deutschland, aber die heutigen Gebiete, die jetzt Deutschland sind, das war damals Preußen, aber auch noch Teile von Polen gehörten auch dazu. Aber ich kann dir leider nicht sagen, von wem das angeführt wurde. Der ist aber schlau, Bruder. Der ist schlau. Das ist ehrlich schlau. Der ist schlau. Schlau.
Aber von wem wurde das eingeführt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weißt du das? Nein, Mann. Aber wir. Bruder, das ist auch immer geil, Digga, Fragen zu stellen, von denen man auch gar keine Ahnung hat, um einfach irgendwas zu hören, Digga. Ja, wir hatten das alle im Unterricht. Safe. Wir hören das und vergessen das. Aber er kann sich noch ein bisschen mehr behalten. Er ist ready, Bro. Nein, Digga, ich glaube, kann echt sein, dass er es ist, Digga. Ich würde ihn echt drinnen lassen. Weiß nicht. Wenn ich jetzt frage nach einem typisch deutschen Gericht, jetzt sag mir mal jetzt nicht so Schnitzel oder so, sondern sag mir mal so ein bisschen weirdere Kombination, so ein bisschen seltsame, aber die du vielleicht von früher kennst. Was hat Mama oder Oma vor allem, hat Eintöpfe gekocht, Kartoffeleintopf, Linseneintopf, vor allem mit so einer Bockwurst und einem Brötchen. Mann, ja, der ist deutsch, Digga. Okay. Sonst Nürnberger Würstchen. Schnitzel deutsch, ja, die Deutschen lieben Schnitzel. Ja, ist auch mehr österreichisch, ne? Österreich. Aber ein Österreicher hat auch Deutschland regiert, verstehst du? Deswegen Österreich. Mit Krautsalat. Mit was würdest du denn zum Beispiel Spargel essen? Spargel. Mit Kartoffeln und Schnitzel. Weiter, Spargel und was noch? Und Soße Hollandaise. Boah, schwierig, Alter, alle machen es richtig gut. Als du Schluck auf hattest als Kind, was haben deine Eltern dir geraten? Entweder bis 100 zählen, meinem Bruder sagen, dass er mich erschrecken soll, oder was trinken. Boah, Digga, meine Mutter hat mir immer gesagt, Koran lesen, ja? Das ist der Unterschied zwischen Deutschen und Ausländern, das ist krass, Digga. Ja, das ist schon Ding. Das ist schon, ja, aber das kommt sehr nah, das hat meine Mama auch immer gesagt. Was, Koran lesen? Nein, so bis 110 oder erschrecken. Das hat Wow, die Entdeckerzone oder so hat irgendwas das mal gesagt. Deswegen kenne ich das auch. Art Attack, kennst du Art Attack? Ja, das lief früher mal auf Super RTL. Was war immer diese Sache, die man nie zu Hause hatte? Denkweise hatte man immer genug, weil das durfte man nicht benutzen. Nein. Eine Sache gab es, die du nicht zu Hause. Die hast du für jeden Scheiß gebraucht, die hast du aber nicht daheim nicht gehabt. Zu Hause gehabt. Du wolltest alles nachmachen, kannst du aber nicht. Diesen Kleber, den hatte man nie. Ja, wie heißt der? Wie heißt der? Das war so ein weißer, ich kann dir nicht ganz genau sagen, wie der heißt, aber es war so ein weißer Kleber. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Ich wäre nicht mal auf den Kleber gekommen. Ja, ich kenne Art Attack auch. Okay, das ist der weiße Bastelkleber. Weißer Bastelkleber, den hatte man nicht. Du wolltest alles nachbauen. Aber was hat er gesagt mit Deckweiß? Was war das? Deck, keine Ahnung. Ich glaube, das war. Was hast du da mit Deckweiß gesagt? Also meistens durfte man in der Schule kein Deckweiß benutzen. Deswegen hatte man das immer zu Hause rumliegen. Er geht immer wieder auf Schule. Da kommt wieder das Asiatische. Kommt wieder. Da ist es, Mann. Ey, Digga, wenn er so ist. Also, er ist auf jeden Fall sehr gut, Digga. Am besten, finde ich, ne? Er überzeugt am meisten. Finde ich auch. Jo. Er mag Schule. Er mag Schule. Er mag Schule. Du hast dein Abi gemacht, oder? Ja, genau. Mehrmals. Mehrmals. Mit 14. Krass, Alter. Bro, lass uns doch mal zu Maxim nochmal gehen. Ja, stimmt. Maxim. Ja. Wir verschwenden es. Ja, Maxim. Geben wir mal Maxim kurz das Mikro. Maxim, ich habe kein Geld gerade. So, und ich gehe zum Bäcker und sag, ich brauche 2,50 Euro. Ne? Du gibst mir die 2,50 Euro und dann? Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich die nächste Mal wieder zurückhaben will. Aber das ist ja auch klar. Das ist extra gesagt. Das ist doch ein Ding, der ist für mich sowieso raus. So eine Antwort kommt. Ja, genau. Das war jetzt klar, dass so eine Antwort kommt. In die Hände gespielt. Also natürlich würde er sagen 2,50 Euro. Aber genau das ist ja die Frage. Ein Deutscher würde das nicht sagen. Weil das ist ja krampfhaft deutsch einfach. Ja, das ist so dieses Kling. Einige schon. Findest Deutsche du? Sind schon sehr. Findest ich, du? Ich kenne. Mittlerweile finde ich nicht mehr so. Würdest du mir 2 Euro. Warte, Chris. Wenn du mir 2,50 Euro leihen würdest. Ja. Du würdest sagen, gib mir die zurück? Nein, das würde ich nämlich nicht sagen, aber ich. Unter den Fingernägeln würde es kitzeln, dass ich dir 2,50 Euro geliehen habe. So, oh, krass. Ich bin so ein kleines bisschen. Krass. Ich bin so ein kleines bisschen geizig. Digga, das ist heftig. Bruder, das ist eine ganz schlimme Eigenschaft. Ohne Spaß. Boah, chill doch mal, Bro, chill, Bruder, 2,50 Euro. Boah, sag ich, bin ein klein bisschen doch, geil. Digga, das ist nicht normal, das ist echt nicht normal. Das ist auch nicht deutsch, ich hab einen Kumpel, ich geb den Döner aus und der überweist mir per PayPal 5 Euro. Okay, krass. Wärst du auch so? Wenn ich sag, ey, Bro, Chris, nimm den Döner hier für dich. Hättest du gesagt, ey, ich kann, nein, zurück damit. Ja, letztes war auch so eine Situation, Digga. Ich hab jemandem Eis ausgegeben für 5 Euro. Jo, die wollten mir das überhaupt bei PayPal überweisen. So, ach, alles gut, Mann. Digga, chill doch mal. Und die ist auch deutsch. Also, ich glaube, das ist echt, kann echt schon ein bisschen deutsche Eigenschaft sein, ja. Die ist mit Geld und so, dies, das. So, also, doch, schon. Ja. Wirklich. Digga, manchmal, es geht um 1-2 Euro und ich sehe bei meinem PayPal-Ding, mein Kollege schickt mir rüber hier Tankgeld. Wow. Okay, das ist krass. Wow. Das ist ehrlich heftig, das Bruder. Das ist für mich Kulturschock, Bruder, wirklich. Ja. Das ist aber so. Das ist so für mich krass, Kulturschock. Beim Leben, aber auch gleichzeitig beim Geben. Ja. Krass, genau. Also man darf nur nicht sagen, dass sie sagen, ich will mein Geld zurück, sondern geben die auch direkt dein Geld zurück. Ja, genau, das muss man dir geben. Alles klar, das stimmt. Okay. Was ist Kaiserschmarrn, Maxim? Kaiserschmarrn ist... Das ist das deutsch oder österreichisch?
Das ist in Bayern auf jeden Fall sehr beliebt, ne? Und in Österreich, soweit ich weiß. Aber ist das deutsch, Kaiserschmarrn? Ist österreichisch, ne? Also, ich weiß, dass man das in Österreich richtig gerne isst. Und in Bayern geht das auch durch. Aber sonst, in Deutschland ist das gar nicht so beliebt. So ein Gericht, das ist halt, wie nennt man das? Ist halt Hackfleisch, so geformt wie halt... Sagt der Hackfleisch? Digga, er hat reingeschissen. Hackfleisch? Nicht sagen. Weiter. Das schiebt man halt in den Ofen. Hackfleisch schiebt man in den Ofen. Das? Ich weiß nicht, was das ist. Kennst du Kaiserschmarrn? Ich hab das noch nicht. Das ist ja was Österreichisches, oder nicht? Ja, München, oder? Ja, das ist so da unten. Also das ist österreichisch. Deutsch ist das gar nicht so. Aber Österreich ist ja nah an Bayern so und... Hm? Die haben sich auch ein bisschen da reingefuchst. Ich würde es auch in die Richtung Österreich, aber in Deutschland kennt man es auf jeden Fall auch. Ja, ich kenne es nicht zum Aber Beispiel. Es ist auf jeden Fall alles nur kein Hackfleisch. Ja, es ist kein Hackfleisch. Wie kommt der auch darauf? Wie kommt der auf Hackfleisch? Wie geil er das erklärt, Digga. Man schiebt das in den Ofen und so. Bruder, chill. Der ist für mich sowieso Cap. Der ist raus. Ja, das ist ein Pfannkuchen eigentlich. Okay. Ja, Pfannkuchen nur so klein geschnitten. Genau. Okay. Kaiserschmarrn. Mit Puderzucker drauf. Lecker. Also wenn wir uns für einen entscheiden... Gibt's auch hier auf Akimis und so dies, das. ...müssten, würde ich Maxim rauswählen. Direkt. Maxim muss raus, ja, würde ich auch sagen. Passt nicht mehr. Sind wir uns einig? Habt ihr noch so eine Kopfschlussfrage, Chris? Boah, was für Kopfschluss. Wie oft gehst du zum Friseur? Pro Monat einmal. Pro Monat einmal? Mein deutscher Freund geht pro Monat einmal. Ich gehe sogar noch weniger. Okay, ja. Wolltest du bei dir kratzen 2,50 Euro unter den Fingern. Schock, Digga, Schock! Hab ich auch hochgenommen. Schock, ehrlich. Aber er ist gleich ein bisschen geizig. Ja, Mann, Digga, so geizig. Wo das ja, er ist geizig. 2,50 Euro. Ja, er ist geizig. Ja, Digga, sei geizig ab 10 Euro. Nein. 2,50 Euro, Digga. Überhaupt zum Friseur gehst du. Das ist hart. Das solltest du nicht sagen. Das denke ich mir. Durch Ahmed, so Ahmed, er geht, oder bei euch ist wahrscheinlich auch so, voll oft zum Friseur, verhältnismäßig so. Und ich denke mir so, Maschallah, ist das geil so, dass ich nicht so oft zum Friseur muss, weil ich so viel Geld dadurch spare. Wie oft ihr geht, so alle 2 Wochen oder so, ich gehe alle 8. Eigentlich muss man echt alle 1,5 Wochen gehen, das ist perfekt, Digga, also, ja. Eigentlich alle 1,5 Wochen, ja doch, eigentlich ehrlich, also bei mir ist das so, ich habe es gemerkt, Digga, alle 1,5 Wochen müsste ich eigentlich zum Friseur gehen. Auch gut, wenn man das macht. 10 Wochen oder so. Ja, frisch aussieht. Und das regt mich schon auf. Krass. Dass ich jetzt wieder 15 Euro bei dem lassen muss. Einfach nur, dass er denselben Haarschnitt macht Chris, wie immer. Chris, Chris, was sagt man, bevor man was isst? Bismillah. Digga, ich muss immer so lachen, wenn er das sagt. Bismillah. Digga, jedes Mal. Aber Maxim. Ja, jetzt. Okay. Aber trotzdem raus, würde ich sagen, oder? Ich würde auch sagen. Ja. Boah, der ist dicke Cap, ne? Ohne Spaß. Okay, Maxim, hast du gut gemacht, aber du musst einmal bitte raus. Mit seiner Brille, Digga. War nicht so gut. Ich hätte ihn noch, schon davor ja, ausgemacht. Ja, okay, Jungs, als nächstes wollten wir wen raus? Ich würde nur mal mit Mitte reden jetzt. Rechts hat gerade gut überzeugt. Ja. Jonas, Mitte raus. Mitte, wie war nochmal dein Name? Alex, würdest du jetzt... Der ist für mich auch raus, Digga, ehrlich. Der hat auch ein bisschen gestruggelt und so. Von dir selber behaupten, du hast einen sehr deutschen Haushalt? So im Vergleich zu meinen ausländischen Freunden halt, auf jeden Fall. Wart ihr schon mal im Hotel? Im Sommer irgendwo? Nee, weil da ist halt, wir machen ungern in Hotels, weil da ist so das Ding, also mein Vater sagt das immer, dass da man bis, keine Ahnung, 10, 11 Uhr oder sowas nur frühstücken kann oder so. Und wir schlafen halt gerne aus, wenn wir Urlaub machen und dann wollen wir nicht gezwungen sein. Boah, Deutsche sind auch, was früh Aufwachen angeht, sind die auch immer da, ne, würde ich mal behaupten, oder? Oh, so Deutsche, die schlafen gar nicht so lange, niemals. Digga, Deutsche schlafen nicht so lange, ehrlich. Vor allem Gruppentrip. Mit Eltern? Nein, schwer. Niemals. Digga, nicht mal meine Eltern schlafen so lange. Ja, eigentlich. Niemals. Ehrlich. Zu irgendeiner gewissen Uhrzeit, um Essen zu bekommen, aufzustehen. Nee. Okay, und was waren deine Kindheitshelden? Boah, Kindheitshelden. Cristiano Ronaldo. Ja, weiß ich nicht. Nichts in Cartoons oder sowas? Hattest du da nichts? Ich durfte nicht SpongeBob und, so, und sowas gucken, weil das halt verblödet, sagt meine Mutter. Boah, vielleicht ist er doch Asiate. Gibt mir gerade so ein bisschen so. Das ist schwierig, wirklich. Bruder, ist ehrlich schwierig nach ihm, gell? Boah, aber alle drei sind krass. Alle drei, ey. Der ganz rechts ist am besten, Bro. Er ist am meisten überzeugt, Digga, faktisch. Muss man sagen. Er ist direkt jetzt gesagt, ich bin Jonas, das ist der. Das ist. Der in der Mitte ist raus, der ganz links auch raus. Ja, beide. Also der blau ist es. Höre Respekt an euch, Digga. Ihr seid barbardeutsch, ja? Integration hat funktioniert bei euch, Jungs, Digga. Ich schwör's euch. Wie ist nochmal? Wie hieß? Max? Max. Max, wie sieht dein Freundeskreis aus? Ja, mehr Deutsch.
Aber es gibt auch schon 1, 2, 3 Ausländer. Welche Ausländer? Türken, Italiener. Kannst du irgendwas auf Türkisch durch deinen Freundeskreis? Ja, so Standard. So wie Walla, Tamam, Selam Aleikum. Mann, der ist doch der Mann extra, ehrlich. Bruder, das ist doch dicke Cap. Ich verstehe auch nicht, wie die auf Asiaten die ganze Zeit kommen. Bruder, das ist doch Cap. Tamam. Salam alaikum. Sonst, das war's auch wieder. Boah, ich denk... Mann, seine Stimme ist auch nicht so, Digga. Der verstellt die doch bewusst. Ich merk das auch. Ich merke das. Irgendwie, das ist aufgesetzt manchmal. Ja, ist auch. Boah, weiß ich nicht. Das ist das Ding, aber er zieht das so krass. Aber es wirkt schon authentisch. Der hat er das perfekt gemacht, gerade wenn es aufgesetzt war. Ist es mit Wallah, Salam alaikum. Salam alaikum. Das war hart, oder? Schwierig, wirklich. Du, Jonas, was hast du für Freunde? Salam alaikum. Ich habe eigentlich nur deutsche Freunde. Nur deutsche Freunde. Wie kommt's? Durch die Schule habe ich überwiegend Kontakt mit Deutschen und deswegen habe ich auch überwiegend deutsche Freunde. So lame, oder nicht? Wen guckst du auf YouTube außer Nahim Sky, dem besten YouTuber der Welt? Ich gucke nicht so viel YouTube, guck eher Netflix. Der ist Cap. Wie, der guckt kein YouTube? Warum steht er denn hier? Ich habe ja gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun. Also man muss jetzt nicht unbedingt YouTube gucken, aber man kann trotzdem im Format drin sein, ne? Also, das ist jetzt kein Ausschlagkriterium, finde ich. Außer dich. Deine Cappy, kann ich mal deine Cappy sehen? Komm mal ein bisschen näher ran, ja, komm mal ran. Das ist ein Cappy-Ding. Kann ich mal haben? Weil die an der riechen, oder gar was? Nix, ja. The future is yours. Du bist jetzt ehrlich dran riechen? Riech doch mal in den Kopf, ja? Riech doch in. Ich dachte für dich. Ja. Riecht das nach 2,50 € zurückfällen? Das ist weird, ich kann es nicht sagen, aber riecht nicht deutsch. Kann ich auch mal schnuppern? Weiß nicht, nach... Digga, Chris, Digga, der hat einen Schock genommen. Schock. 2,50 €. Schock, Digga. Was ich gesucht habe nach so einem... Warte. Aber er ist ehrlich wenigstens. Warum soll ich ihn geben, er ist ehrlich. Niemals will ihn essen, ne? Ich riech frischen Dusch das, so ein Basic 1,95 € Haarwaschmittel, so Shampoo. Ist noch komisch. Digga, das riecht voll deutsch, Bruder, ja? Was? Ich schwör's dir. Nein, das riecht warm irgendwie. Weißt du dieses... Bist du auch mal, oder? Ja, ich riech auch einfach daran nervt. Okay, krass. Ich habe ganz viele Kollegen, so, die haben alle so, kennt ihr dieses ganz normale Dusch, das, dieses Shampoo, dieses Blaue oder so? Ich konnte nichts mit dem Geruch anfangen, sag ich dir, wie es ist. Aber danach riechen alle so. Ich habe so Kollegen, die benutzen gar kein Parfüm so, die nehmen einfach nur das und die riechen komplett danach. Okay. Krasse Kollegen auch, Digga, ohne Parfüm und so unterwegs, Digga, Bruder. Männlich. Wie fandst du gerade die Aktion? Also, ist ja okay, aber das Riechen war etwas komisch. Ja, okay. Das war sehr komisch. Ich entschuldige mich für meine Jury-Kollegen. Ja. Tut mir leid. Also ich fand, du hast nicht gestunken, Bruder, weißt du? Hä? Und was ist das jetzt für eine Aussage? Bruder, es war... Ausländer stinken? Nein, um Gottes Willen, Bruder. Ja, aber es war clean, Bruder. Es war clean. Hast du nach Deutsch gerochen, Bruder. Wie riecht denn Deutsch? So. Clean, Bruder, ja? Oder? Ich weiß nicht. Boah, wie riecht Deutsch, Bruder? Ich keine Ahnung. Wie sieht die deutsche Flagge aus? Schwarz-Rot-Gold. Es wäre hart, wenn das jetzt jemand nicht beantwortet. Boah, Nationalhymne. Boah, ja, Mann. Das ist jetzt die Frage. Nationalhymne. Also, Bruder, die Nationalhymne muss man auch einfach so kennen. Also, dafür muss man jetzt... Wenigstens zwei Lines. Ja, die musst du kennen. Boah, bitte die Fragen, das bitte. Bro, ich bin gerade ein bisschen... Ich weiß nicht, welche Frage ich stellen soll. Ja. Um es herauszufinden, weißt du? Also klar, man kann jetzt so Basic-Fragen stellen. Warte, ich habe noch eine Frage an euch. Max. Was für Mucke hat deine Mutter oder dein Vater gehört? Meine Eltern hören beide Rammstein. Dein Vater hat Rammstein gehört? Mein Vater immer noch. Und deine Mutter auch? Meine Mutter auch, ja. Frag mal direkt an Alex. Was haben deine Eltern für Mucke gehört? Also meine Mutter, die ist, also Musik, weiß ich, meine Mutter hört keine Musik. Mein Vater, der hört auch Rammstein, aber auch so sowas wie Anti-Held, Milliarden, also das sind so Bands, die man eigentlich nicht so kennt. Bruder, Rettungsantwort, auch Rammstein, das nehmen, was er aufgefasst hat und der Rest, meine Mutter hört nicht so Musik. Nee. An Jonas, okay, von Mitte trennen wir uns. Ja, von Mitte trennen wir uns. Jonas, was haben deine Eltern gehört? Also meine Mama hört ganz viel Schlager, Helene Fischer, Andrea Berg, Wolfgang Petri. Andrea Berg, Wolfgang Petri, das ist absolut mein Dad. Ja, Wolfgang Petri ist echt, Digga, also Bruder, da musst du richtig in die Materie reingehen. Andrea Berg ist noch so, kann sein, aber wenn Wolfgang Petri kennst, dann ist schon wirklich... Der ist, Mann, der ist, aber ich kenne Wolfgang Petri, aber ich bin auch im Dorf auch groß geworden, ne?
Ja, Digga, damals, Michel war Tanzgruppe und so, was habt ihr nochmal gemacht? Völkertanz, nee, wie heißt das? Ja, Völkertanz und so. Digga, also ich kann mich als solcher verkaufen, ich bin auch deutsch. Auf Schlager und so, ja. Ne, ihr wisst gar nicht. Und hat er dann früher Roberto Blanco gespielt. Digga, Junge, Roberto Blanco kennen auch nicht alle, versteht ihr? Das sind auch so Basic-Antworten, ich weiß nicht. Also ja, aber Andrea Berg so. Andrea Berg, Helene Fischer ist so richtig ja, Standard. Andrea Berg, würde ich nicht sagen, aber kenne ich. Und wenn ich kenne, ist so basic, Bro. Rechts kann Petri kenne ich auch. Ich glaube auch, bin ich mit dir, Digga. Wie oft isst ihr am Tag? Das kommt ja immer drauf an. Mein Papa ist immer oft arbeiten. Das heißt, wir essen mit ihm meistens nur Abendbrot. Aber in der Regel... Abendbrot! Junge, ich hab Digga, Abendbrot, gesagt, Digga. Ich hab schon mal von Leuten gehört, Digga, deren Eltern haben Küche einfach zugemacht, ne, nach Abendbrot und so. Sowas habe ich auch schon gehört. Das ist echt... das geht schon durch als Deutsch, sag ich dir ehrlich. Abendbrot. Tür zu und so, keiner darf mehr essen. Drei, viermal. Manchmal am Wochenende gibt's immer noch Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Ja. Da ist es mal. Was sagt ihr? Ich bin bei links mittlerweile. Ich bin bei rechts raus erstmal. Ich bin bei links. Ich sag, der in blau ist es. Ich kann irgendwie rauswählen, oder? Du bist auch bei links? Ich bin auch bei links. Ich bin auch bei rechts raus. Wo bist du? Nein. Rechts raus. Rechts raus, ja. Boah, ich kein Problem. Digga, wir verloren. Oh, ja. Rechts raus, komm. Rechts raus. Wie kann man den rauswählen? Ich höre, er ist am besten falsch. Ich hätte ihn niemals rausgewählt. Er ist echt am besten, er überzeugt mit allem. Er hat nichts falsch gesagt, finde ich. Jetzt kommen wir ja nicht weiter, ne? Jetzt kommen wir nicht weiter, ja. Hast du sehr stark gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Skandal. Ehrlich, Skandal. Skandal. Ich hätte mit da auch rausgeschmissen. Ja, Digga, der war viel schlechter, Bruder. Also wirklich viel schlechter. Er ist es. Tschüss. Hey, was ist die Challenge? Hey, den Deutschen zu finden, aber du bist schon viel zu spät. Weißt du, kannst du was klären noch, oder wie? Es geht nicht. So, also ich sag euch ehrlich, mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie... Yes, wir haben den schon gekickt, den richtigen? Ja, ich weiß nicht. Boah, Bruder, ich sag, das ist so eine schwere Folge. Weil Max war mit Grüß dich, das war ein bisschen too much. Das war viel, ja. Ja, ja. Den wir gerade gekickt haben... Mann, er hat nichts falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht, aber... Das Ding ist positiv. Wir können Nationalitäten hinter so einem Morphsuit einfach nicht ablesen. Ja. Das heißt, jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch ist gleich. Ja. Weißt du? Gute Message. Das ist die gute Message. Das wenn wir verkacken Message. Sollten. Ja, ja. Wenn wir gewinnen, dann war so. Wir haben es gewusst. Das schreie ich. Nationalhymne, jetzt zu spät, der Jonas ist raus. Bruder, Jonas war der Deutsche, 100%. Mann. Richtig, Bruder. Haben es erkannt. Das ist eine Errungenschaft. Das also ist ihr, beide Errungenschaft. Ist, ihr beide seid für rechts, ne? Ja, ich bin, also jetzt bin ich mehr für rechts, glaube ich. Wo bist du? Abdi und ich sind ja bei links. Genau. Naim ist rechts. Also ich... Aber links ist auch... Ich würde gerne mit beiden noch reden, Bruder. Ich will die anfassen auch und so. Ich sag dir ehrlich. Mach, geh hin, berühr. Geh auch dahin einmal lügen, dann weißt du, was für ein Gefühl das ist. Kann ich die anfassen? Ja, berühr. Jungs, darf ich euch anfassen? Wenn die es zulassen? Oh. Boah, Deutsche sind eigentlich auch so, Digga, anfassen mögen die gar nicht, ne, muss man sagen, Alter, so einfach so, die Tatschi-Tatschi, Digga, boah. Mann. Also. Hat jemand ein Lineal, ja? Ich kurz abmessen da unten. Markierung ist bei 3 cm. Ja, stabil, ja? Zeig mal Brustmuskel, stabil, ja? Stabil, ja? Das ist nicht deutsch. Stabil, ja? Das ist stabil, ja? Zeig mal hier, oh, Dresden, wie geht's alle, ja? Okay. Oh, stabil, ja? Okay. Lass mal dein Knie gucken kurz. Wer ist es? Oh. Man denkt einmal, er ist Doktor. Nein, beide sind deutsch, Bruder, ja? Beide deutsche Eichen, wirklich, ja? Deutsche Eichen. Scheiße, Mann. Ey, warum macht ihr es so schwer, ey? Wir sind beide krass, Bruder, wirklich. Scheiße, willst du mal vielleicht nach vorne gehen anfassen? Ja, also, was soll ich anfassen? Ich weiß nicht. Ich kann ihm die Hände schütteln, aber das sagt ja auch nichts aus. Doch, eigentlich schon. Boah, doch. Doch, mach mal, schüttel mal deine Hände. Jetzt haben wir verraten. Steady, man, you know the boss, man. Boah. Boah, schwierig. Der lässt sich los, warum ist der? Der ist so blöd. Yo, HDB! Danke, Bros, danke für den Fatsch. Danke, für den Sub, Bro. Wunderbar. Wichtig, erster Monat, Digga. Herzlich willkommen. Du hast jetzt einen Controller vom Namen. Bist ein besserer Mensch. Genau. Kann ich mir los, Bruder? Richtig abgedreht. Der ist richtig cap, Bro. Digga, danke für den Support, Digga. Wichtig und richtig, mein Bester. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Spaß bei der Arbeit und wir streamen noch ein bisschen, ne? Auch entspannt. Let's go. Oh, vom Gefühl. Also, ich finde, der, wie er gerade handgeschildert hat, Mann, ich hab doch schon gesagt, ich hab meinen. Ja, die sind sowieso schon reich. Ich sag auch, der blaue Mann, Digga, das ist doch falsch. Was sagst du? Boah. Also, ich würde vom Gefühl her sagen.
links. Stark, Junge. Max. War so richtig. Es war so ein richtig deutscher, fester Handgriff. Man kann nicht sagen, dass rechts jetzt weniger doll gedrückt hat, aber bei Max hatte ich dieses... Ich hatte so ein Gefühl so. Er hat, das hat, irgendwas also hat das entfesselt. Das war ein Zusammenschluss von zwei Deutschen. Lass mal kurz überlegen, Jungs. Lass mal kurz überlegen. Deutscher Zusammenschluss gerade. Von wo könnte er diesen ostdeutschen Dialekt haben? Ja, wenn er da aufgewachsen ist, aber Migrationshintergrund hat. Er kennt sich aus. Meinst du, der ist so Polo oder wie? Kann auch sein. Ey, Max, was guckst du auf? Danke, Freeze. Danke, Brody. YouTube, Bro. Außer Nahim, dem besten YouTuber. Ich weiß gar nichts weiter. Ich gucke eigentlich wirklich nur Nahim. YouTube bin ich nicht so. Dann gute Entscheidung. Netflix, gute Disney, Entscheidung. RTL Plus. Was machst RTL du? RTL Plus? RTL Plus ist gut. Ich bin zum Beispiel einer, ich gucke nur YouTube. Ich gucke gar kein Netflix, ich gucke kein RTL Plus, ich gucke kein Disney Plus, ich gucke gar nichts. Nur YouTube, ne? Ja, ich glaube. Bei mir gibt es gar nichts YouTube anderes. Und TikTok live. TikTok, ja, so halt. Also, nee, live meine ich. Ja. Live ist schon so, ich gehe schon rein, weil bestimmte Leute schon Livestream. Selten richtig Livestream. Ich gucke eher so die Highlights davon, ne? Ach, Netflix und so. Guck nur YouTube und Netflix. Boah, viele gucken echt Netflix, ne? Netflix Fußball und so gucken wir Live-Sport, aber sonstige, nicht so, so Quatsch. Gute Antwort, das Bruder. Das mag ich. Das mag ich auch, Bruder. Mit der Freundin halt dann zusammen, ja. Was machst du da auf RTL Plus? Mehr so das gucken, was meine Freundin guckt, so Reality-Shows. Ja. Leute, bin ich dumm oder macht der das manchmal verstärkt, dieser Dialekt? Und jetzt ist es sehr Mann, leicht. Digga, der war von Anfang an für mich schon cab. Ich sag, der Blaue ist es und ihr werdet jetzt sehen. Nee, wir gucken keine Filme. So ein bisschen, Bruder. Das kannst du. Dazu muss ich sagen, meine Eltern. Aber vielleicht ist er einfach nervös. Mann, vielleicht ist er nervös. Nein. Du musst, mein Dicker und so muss vor Barello weglaufen, weil die kommen ganze Zeit. Ich vertrau mir. Diese Barellos und so, die kommen ganze Zeit. Du musst weglaufen. Die werden immer vorgeschlagen. Ey, Digga, die kommen immer. Du kannst mal nicht interessieren. Die kommen wieder und wieder. Ja, und ja. Digga. Ich denke, das ist normal, Bruder. Ja, das ist auch normal. Ich muss auch dazu sagen. Manchmal muss er das auch gucken. Manchmal ist das wirklich krass. Also, ja, dann sag ich auch echt Lust. Aber das zu seinem Lebensziel zu machen, ist echt der falsche Also auf gar keinen Fall Livestream von so und so von den gucken. Wenn du Highlights hochgeladen wird, kannst du vielleicht gucken. Allein schon so auf gar keinen Fall. Meine Mutter gerade, die hat mich auch viel dazu getrimmt, vernünftig und ordentlich zu reden, weil ich muss sagen, in Halle, das ist, sagt man schon, dieses Ossi-Hallisch, das kommt schon oft assi rüber. Ich find's interessant, Digga, ich sag dir ehrlich. Ja. Ich feier das auch, wenn Leute hessisch reden, Digga. Das ist beeindruckend. Meine Mutter sprach. Meine Mutter sprach. Weißt du, Frankfurter Rindswurst, Digga, ich feier das, Bruder, ja? Warst du früher kriminell? Ja. Du warst kriminell, gell? Ich war mal, ja. Ich hab das rausgehört, ja? Wie kriminell? Was hast du denn gemacht? Du warst ein Drogentyp, gell? Ja. Okay. Achte mal auf die Körpersprache. Ich finde, das wirkt sehr deutsch. Sahst du? Nein. Nein. Bewährung? Ja. Wie lange? 2 Jahre. Boah. Das ist viel, was er uns hier preisgibt gerade. Ja. Weißt du, Jungs? Ja, ja. Das ist stark. Das ist viel, was er uns hier preisgibt. Bruder, ich habe mich entschieden gerade, ja? Ich mich auch. Ich gehe mit links, Bruder. Also ich sage immer noch, der Blaue ist es. Jetzt gerade war der nicht so schlecht. Aber ja, okay, was bringt das? Ja, Mann, nein. Ich sag, der Blaue ist es. Ja, ich gehe mit Max, Bruder, ja? Ich gehe auch mit links. Rechts gibt es so russische Vibes. Ja, ich gehe mit links, 100%. Das ist eine spannende Folge, der Deutsche entscheidet. Was sagst du? Ich bin absolut links aktuell. Rechts ist schwarz, ich tendiere wieder zu schwarz. Schwarz? Ich sag russisch, Bruder, ich tendiere wieder ich zu russisch. Auf jeden Fall ist links deutsch, sagen wir. Ich sag links ist deutsch, stark. Ja. Guck mal, er wippt immer noch. Okay, dann sind wir uns einig. Ja. Okay, das heißt, wir denken, Max sagt die Wahrheit, du müsstest dann einmal bitte raus. Dann machen wir jetzt die Auflösung. Wir machen die Auflösung so, dass sie nacheinander deren Morphs jetzt ausziehen werden. Geil. Ja. Und dann sehen wir. Digga, ich bin dick gespannt. Ich auch. Ja, weil es schwierige Folge ist, Bruder. Das ist ja? Krank gewesen. Easy Money. So, jetzt gucken wir mal hier, ne? Abdi ist schon witzig, ne? Irgendwann will ich auch in der Jury sein mit Abdi. Sammy aber auch. Beide. Danke, Bro. Danke. Ach du Scheiße, geh mal durch.
Verloren. Ja, der Blaue ist es, Digga, Mann. Wenn er es jetzt nicht ist, ne? Ja, verloren. Dann ist krass. Oh, das ist ja. Ja. 100%. Boah, ist er doch nicht. Ey, ja. Oder? Dunkle Haare? Doch, kann auch deutlich trotzdem sein. Boah, okay, krass. Oh, okay, oh, krass. Der ist nicht Asiate gewesen. Ah, krass, okay, krass, krass, krass. Boah, Alter. Man muss sagen, er war richtig. Okay, man muss sagen, er war richtig gut, Digga. Der war wirklich von allen der Beste, muss man sagen. Er hat mich am meisten überzeugt, Digga, ehrlich. Ich fresse ein Wesen, ehrlich, Digga. Ach, scheiße. Ah, ja, okay. Gut, halt richtig, Digga. Sein Akzent, ah, sein Dialekt war auch super, muss man sagen. Heftig, 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 Digga. Also ich dachte, wie ich der Blaue ist es, der 100%, Alter. Geil, Alter. Heftig. Jonas, Alter, hab mich hochgenommen, hab mich verarscht. Krass. Richtig. Stark, Mann. Crazy. Stark, stark, stark. Alter, das ist ja ein richtiger Max. Ey, das ist heftig, Bruder. Das war so schwer. Der sieht aus wie Joko und klar, wie Joko. Jetzt frage ich mich, wo ihr eigentlich herkommt. Wir können ja mal bei vorne rechts hier starten. Okay, Ich bin Code. Ja. Nicht 19 Jahre alt, sondern 18 Jahre alt. Ich heiße nicht Marvin Braun natürlich, ich heiße Dijan. Dijan Hassan. Genau, so. Baba, Junge. Hast gut gemacht. Genau. Genau, meine Eltern kommen aus Vietnam. Krass. Oh, krass. Für dich Applaus. Aber ey, du warst heftig. Richtig stark gemacht. Der muss Latino sein, oder? Ja, also ich komme aus der Dominikanischen Republik. Oh. Eigentlich so gut wie alles war, nur halt, dass ich halt nicht aus Deutschland komme. Also Meine Mutter und ich sind da geboren, mein Bruder auch. Mein Vater ist Deutscher und wir sind seit 2010 in Deutschland. Du hast ja Spaß. Wir haben Kacke gelabert. Wir haben so Bullshit gelabert. Ich bin Ali. Ich komme aus Salzgitter-Lehmstedt und es war bei mir komplett alles gelogen. Was bist du für ein Landsmann? Türke. Türke, krass. Heftig, heftig, Maxim. Heftig, heftig, heftig. Und unser Kurde? Ich bin kein Kurde, ich bin Deutscher. Nein. Ich bin Yusuf, ich bin 19, komme aus Bremen. Was bist du für ein Landsmann, Bruder? Ich bin Türke, Araber aus Mardin. Krass, Digga, heftig, Digga, ja? Und bei dir hat alles gestimmt. Ja, ich bin Max, 26, bin Deutscher. Heftig, ja. Kannst du das auf Ostdeutsch nochmal wiederholen? Hey, das geht nicht auf Knopfdruck, das ist halt wirklich so, auch wirklich von meiner Mutter damals hier drin, die soll vernünftig reden. Boah, wie die reden, ist so schlimm, Digga. Schau doch alle an der Seite, Digga, die reden also. Also ich finde, das ist unerträglich, Real Talk. Doch. Also ich finde alles außer Hochdeutsch ist geil. Also ich finde nur Hochdeutsch geil, alles andere ist... Alles außer Hochdeutsch. Sorry. Nur Hochdeutsch ist geil, alles andere ist so wack, finde ich. Das hört sich so scheiße an, ja? Ehrlich, richtig schlimm. Ordentlich reden. Krass, heftig, heftig. Der isst Kaninchen zu Weihnachten, Jungs, gell? Das habt ihr nicht vergessen, Bruder. Wenn man so groß wird, gell, ich esse nur noch Kaninchen, Bruder. Ja, ja. Aber auch erst heftig. Seit letztem Jahr durch meine Freundin kommt das, weil die Mutti ihr eigenes Restaurant hat und da wurde ich auch erst dann so rangetestet. Ja. Max, gut gemacht, Digga, ja? Nice. Baba, okay. Cool, ja, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. Folgt mir gerne auf TikTok. Okay, easy, folgt mir auf TikTok. Okay, geile Folge auf jeden Fall. Sehr interessant, Digga, ne? Ja, wir haben uns täuschen lassen. Wir dachten echt, der Blaue ist es, der Asiate, aber es war nicht der Asiate, sondern der Max. Shit, Alter, ja. Ja, das war krass, Alter. Das war echt krass, Digga. Sehr gut. Richtig nice gemacht. Das waren gute Züge, Alter.